guten Morgen, meine Damen und Herren. Es geht uns als Partei Die Linke um die richtige Mischung von Protest und Gestaltung. Wir müssen immer beides zum Ausdruck bringen. Das lässt sich an Beispielen auch gut darstellen. Wir protestieren auf der einen Seite gegen die Armut und unterbreiten andererseits Vorstellungen, wie man entweder in großen Schritten oder aber auch in kleineren Schritten diese Probleme lösen kann und eine andere Form von Gerechtigkeit herstellen kann. Es ist tatsächlich so, dass wir eine Gerechtigkeitswende benötigen, und zwar, weil wir eine Umverteilung von unten nach oben seit vielen, vielen Jahren haben. Die Schere geht immer weiter auseinander. Also ich sage Ihnen mal nur ein Beispiel. Vom gesamten Vermögen war die finanziell schwächere Hälfte aller Haushalte 1998 mit 4% beteiligt, heute nur noch mit 1%. Also nicht, dass aus 4 5% werden oder gar 6%, sondern aus 4 werden 1%, und so geht das immer weiter. Während auf der einen Seite die Gewinne steigen, haben wir es auf der anderen Seite damit zu tun, dass Reallohnverluste hinzunehmen sind, genauso wie Realrentenverluste. Wer also gedacht hat, dass wir an Bedeutung verlieren und eigentlich keine Rolle mehr spielten in der deutschen Politik, weil die Große Koalition all das abräume, sieht sich weitgehend getäuscht. Und wenn man Katja zugehört hat, weiß man, dass sogar unsere Probleme, also die Herausforderungen zunehmen, vor denen wir stehen. Wir wollen eigentlich eine andere Politik um- und durchsetzen. Und dazu brauchen wir einen grundlegenden sozialen und ökologischen Wechsel. Und den wollen wir gestalten und befördern, und wir wollen der Motor für diesen Wechsel sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was unsere Erkenntnis ausmacht. Wir sind dazu heute besser als in der Lage als früher. Wenn ich mal an die Entwicklung der letzten 25 Jahre denke, ist es so, dass wir jetzt einen festen Platz im demokratischen Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland uns erarbeitet haben. Wir sind eine gesamtdeutsche politische Kraft, die links von der SPD die Entwicklung des Landes beeinflusst und auch mitprägt. Ich nenne mal als Beispiel, es ist auch auf uns zurückzuführen, dass sich der Zeitgeist für den Mindestlohn geändert hat und wenn auch mit Einschränkungen und Beschränkungen nun der Mindestlohn auch kommen wird. Aber es war eine harte Arbeit, die wir da über viele Jahre leisten mussten. Wir haben 3 Landtagswahlkämpfe hier. Wollen wir eine Regierungsbeteiligung erreichen oder fortsetzen? Und ich kann nur aus den Beispielen Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg sagen, es macht schon einen Unterschied, ob wir mitregieren oder nicht. Bei Brandenburg nur 3 Beispiele. Es ist nicht ein einziges Krankenhaus, seitdem wir mitregieren, geschlossen oder privatisiert worden. Die Zahl der Lehrerinnen und Lehrer ist deutlich erhöht worden. Übrigens auch die Zahl der Polizistinnen und Polizisten ist erhöht worden. Und im letzten Jahr, im Jahre 2013, gab es das stärkste Wirtschaftswachstum in Brandenburg. Stärker als in Bayern, stärker als in Baden-Württemberg. Und das doch, obwohl die Linke angeblich nichts von Wirtschaft versteht. Aber wir stellen den Wirtschaftsminister und haben das größte Wirtschaftswachstum des Jahres 2013. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also uns geht es darum, die Interessen der Mehrheit der Gesellschaft zu vertreten, einen Politikwechsel zu erreichen. SPD und Grüne werden vor der Entscheidung stehen, ob sie Teil einer solchen Reformalternative werden oder das Land weiter mit der Union an den Herausforderungen der Zeit vorbei verwalten wollen. Wir werden in den kommenden Jahren aber daran arbeiten, die Konturen dieser Alternative zu schaffen und gesellschaftliche Mehrheiten dafür zu mobilisieren, die dann auch in politische Mehrheiten münden kann. Und diese gesellschaftliche Mehrheit möchte auf der einen Seite protestieren und auf der anderen Seite gestalten, und dem wollen wir auch entsprechen. Nur noch so viel, eigentlich stehen wir vor einer neuen Etappe oder vor einer nächsten Etappe. Nachdem wir uns einen festen Platz im demokratischen politischen Spektrum erkämpft und dabei daran mitgewirkt haben, den neoliberalen Zeitgeist zu überwinden, muss es nun darum gehen, diesem Zeitgeist eine andere Richtung zu geben. Eine Richtung, die soziale Sicherheit, Solidarität, umfassende öffentliche Daseinsvorsorge, ökologische Nachhaltigkeit, Bürger- und Freiheitsrechte, eine effiziente Demokratie, eine wirksame Demokratie und eine effiziente Wirtschaft und eine friedliche Konfliktlösung verbindet. Denn 2017 zur Bundestagswahl wird es darauf ankommen, klare Alternativen zur Wahl zu stellen, um dem System Merkel beizukommen. Die Linke wird sich auf dem Weg dorthin weiter als eigenständige politische Kraft und Motor einer Reformalternative profilieren.